Der hilft auch nur einen. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Jetzt geht's los, liebe Leute. Und wir sind wieder dabei. Und Sandra ist auch da. Und Sandra wird durch die Gegend geschleudert. Oh mein Gott, was ist mit Sandra los? Sandra, du weißt Alter. Schon, wo das Gaspedal ist, oder nicht? Da machen die doch immer so diese komischen Stimmen dann immer da. Ja, klar. Ich find's auch schön, wie immer nur die gleichen Leute zuschauen. Und der der gruselige Onkel ist immer noch hier. Oder die Oma. Ich gehe jetzt mal wirklich so darauf, dass ich immer erst auflade und dann alle anditsche. Ja, mit 100, ne? Mhm, genau. Machst du wahrscheinlich am meisten Schaden, ja. Oh, Alter. Alter! Alter, hör auf mich zu sandwichen! Jetzt tun sie das Gleiche! Die rächen sich an mir, Toda! Nur weil du so böse warst! Weil ich böse war, klar. Ich hab grad Sander an der Ecke. Willst du dazukommen? Dennis! Boom! Kuscheln könnt ihr zu Hause. Jetzt. Jetzt Vollgas. Okay. Und Quatsch, Alter. Richtig ey, schön. Oliver hat mir einfach einen Rückwärtsgang gegeben. Oliver, ey. Hast du den Schild genommen? Jo. Ey, du Arsch. Ja. Ich wollte ihn mir aufheben für schlechte Zeiten. Ey, Janet! Es ist schon peinlich, wenn immer die gleichen Leute zugucken, ne? Ja, aber siehst du die Oma oder den Opa dann noch auf der Bank, den du im Trailer gesehen hast? Ach, stimmt! Der ist da auch, siehst stimmt, du? Da, der alte Sack! Der ist richtig dünn, der oh, da hinten ist noch eine Meerachterbahn, warte mal. Ich muss mal kurz gucken gehen. Da hinten ist noch eine Schiffsschaukel auf der rechten Seite. Mhm. Und auf der linken Seite ist was? Warte mal. Was ist los? Ich hab grad ein Close-Up zu dem Opa. Oh Gott, ist das gruselig! Ich hab grad ein Close-Up zum Opa! Ey, Oliver gibt dir von der Seite. Ich hab grad voll den Close-Up! Ich hab nur im Opa im Gesicht! Ich will das gerne sehen! Oh, weil ich, wahrscheinlich, weil ich doch... Ich hab voll den... Ach, wenn du zweimal X drückst, hab ich ja die Dings-Sicht! Alter, ich hab voll den Close-Up von... Das war voll gruselig grad! Ja, Horrorspiel hier! Der Opa, weißt du? So, na, und was will euch? Mann, geh weg. Will ich doch gar nicht. Oh, achso, das bist du. Mit Dennis, ihr habt Dennis fertig gemacht. Guck mal. Wer ist denn Sona? Der ist noch schneller da als wir anderen, weißt du? Sona. Ja. Also früher. Ja, ja, ich hab einen Pfeil gepunkt. Ella, under my umbrella. Ella. Guck mal, ich mach den früher fertig, als er denkt, den Zuner. Jetzt Zuner, ich wollte ihn auch. Oh, Mist. Hab's nicht geschafft. Hier Oliver nochmal, der hat mich vorhin von der Seite geholt. Batsch! So, oh, geil. Geld alles. Ich bin immer noch nicht Level 4. Weil ich einen Close-Up hatte. Ich hab voll wenig Punkte, weil ich einen Close-Up hatte. Ja, weil du mit dem Opa Close-Up hattest. Ich glaube, das ist eine Oma. Das ist eine Mischung aus Oma und Opa, glaube ich. Warte mal. Ich mach jetzt mal eine andere Sichtweise. Dann haben wir ein anderes Spielerlebnis. Ego-Perspektive? Genau. Mach mal Ego-Perspektive. Ich geh jetzt Ego. Alter, oh, oh Gott. Ist das cool. Kelly. Wow, Alter, wow. Ich mag meine Gummihände. Boah, Toda, guck mal. Oh, da bin ich. Guck mal, Kelly Clarkson. Oh, hinter mir ist irgendwer, ich weiß nicht mehr. Das ist voll gruselig, jetzt ist Ego-Pistet hier. So Horror-Spiel. Boah, ja, das ist richtig geil, ne? Das ist krank. Gleich kommt der Opa um die Ecke. Bam. Bietet dir so einen Lutscher an, weißt du? Bietet dir so einen Lutscher an. Ich mach grad Kelly fertig, ne? Das erinnert mich an die Kelly-Family aus den 90ern. Die fand ich damals schon so kacke. Deswegen muss ich sie jetzt fertig machen als Dank dafür. Ich hab Victor in der Ecke. Victor ist auch ein neuer Name. Ein neuer Name? Den gab's vorher noch nie. Hier ein neues Update. Das ist bestimmt schon die abgedatete Version. Das ist Dave Brownie. Da schaut uns immer Brownie zu. Der läuft immer mit seiner Freundin vorbei. Das ach, das ist Brownie? James Bond? Nein. Der ist schon wieder weggelaufen. Ich hab ein Foto von gemacht. Kein Zeichen. Nein, genau. Aber das sieht aus wie James Bond oder Brownie. Der ist Suna schon wieder. Der ist schon wieder früher da als die anderen. Den Namen habe ich noch nie gehört. Also ich habe das Wort gehört, aber den Namen. Okay, Kelly ist tot. Oh, ich Vivian. Bin ja auch so nett. Oh Gott, ich werde hier richtig
umgeschüttelt hier. Da, Suna! Pff. Ich will jetzt echt mal so ein Ding spielen. Also ich will echt mal ein... Boah, Close-Up-Herzen, geil. Boah, Victor. Aber oh ich sag mal so, es könnte lustig sein, wenn man das wirklich zu mehr spielt tatsächlich. Also wenn du jetzt ja, irgendwie zu acht wirklich zu spielst, dann alle gehen auf einen, weißt, der eine regt sich auf. Das kann tatsächlich irgendwie lustig sein. Aber ja, es ist halt, man muss es nehmen, wie es ist halt echt ein Scheißspiel. es ist halt wirklich kacke. Ich finde, das ist ein verstecktes Juwel, das kennt ja, jeder. Natürlich, ist ganz klar. Aua. Allein schon diese absolut krassen Animationen. Ich weiß gar nicht, welche Hardcore-Engine sie dafür entwickelt haben. Die müssen die wirklich mega entwickelt haben. Guck mal, da ist noch ein Schild. Ja, ein Schild. Ja, guck mir jetzt nicht. Ich habe eh schon was volle Leben. Jetzt sieht man halt nicht mehr, dass man ein Schild hat, wenn man Eco spielt. Ja, echt nicht? Nee. Ah. Vivian ist fast tot, warte. Oh, die fährt gerade weg. Da ist Victor, der ist auch fast tot. Oh, Vivian ist tot. Tschüss, Vivian. Victor, komm her. Vivian. Bam. Nathan, verpiss dich. Nathan Drake, Alter. Uncharted. Warum kommt kein neuer Uncharted-Teil, du Arsch? Er kann auch was so. Ja, ist ja Nathan Drake. Ach so. Hast wieder nicht verstanden, Alter. Den Witz. Ach, Toda. Ah. So, Nathan ist tot. Jetzt auf Toda. Ey, du wurdest gesaved von Bodyguard. Du hast einen Bodyguard, Toda. Ja, Jeanette, Alter. Jeanette. Jetzt bist du das ja. Aber so nett ist Jeanette gar nicht. Nein, bitte nicht! Nicht mich umbringen! Will ich ja nicht, du kommst zu mir und jetzt willst du nicht getötet werden. Oh, Alter, war das knapp. Fast wäre ich gestorben, bin Level 4. Willst du mich töten kommen und dann hast du denkst, oh, guck mal. Ey, guck mal, 10 Punkte mehr. Nee, ein Punkt mehr. Ein Punkt, nicht 10. Ich guck grad mal meine E-Mails an, ob die Entwickler mich schon angeschrieben haben, ob ich das weiterspielen könnte. Dank dir sind unsere Verkäufer ums Doppelte gestiegen. 2. Guck mal, hier ist Richard Arnold. Und Jasmin. Und Arnold, den war schon. Adam war auch schon. Richard war auch schon. Hab ich davor gesagt, mach den Richard fertig. Achso, ja stimmt. Ja, dann waren das alles noch ein Dings. Aber gleich kommt bestimmt wieder Brownie vorbei. Da, das ist Brownie, guck dir den an. Hier kommt er gerade. Brownie oder James Bond? Wo ist er? Hier, da wo ich bin. Da, gerade der läuft gerade hier. Ach, da! Stimmt! Das ist der Brownie, und wer ist seine Freundin? Der Weine. Der Jennifer Lopez. Alter, die gucken sogar exakt gleich. Brownie ist auch in dem Spiel. Alter, Brownie ist in jedem Spiel. Oder was war das letzte Spiel, wo wir Brownie gespielt haben? Weil es gab doch irgendeinen. Hier Dings. Ach, ich bin wieder Close-Up, Alter. Wie heißt das Spiel? Was war's nochmal? Wie heißt das nochmal? Warte. Gefragt Jagd. Ja, stimmt. Da war bei der CPU. Übrigens, das ist ein Update gekriegt auf der Switch. Ja, bei PC nicht. Aber ich glaube, es ist kein richtiges Update im Sinne von, dass da irgendwie mehr Sachen dazu gekommen sind. Aber nein. Auf jeden Fall ist ein Update da gewesen. Ich glaube, es gibt auch ein DLC in 2 Jahren, wie Werbemillionär. Aber das Werbemillionär ist ja kein deutsches Spiel. Das ist ja sogar in anderen Sprachen verfügbar. Aber ja, das Gefragte Jagd ist halt nur deutsch. Ja. So, aber Richard. Das ist ein Entwicklerstudio wahrscheinlich. Richard, hör auf zu flüchten. Komm her zu mir. Ich suche einen Freund. Für eine Partnerbörse reicht mir das Geld nicht, deswegen muss ich andere Leute im Autoscooter anbuchsen, damit sich was ergibt. War jetzt hier, der ist in der Ecke getrappt. Susanne, ja, eben. Genau. Aua. Ich wollte ihm geben. Das ist so spannend, das Spiel. Das ist echt geil, ne? Ja. Man kann gar nicht aufhören, ne? Das ist wie ein Autounfall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht weggucken. Ich hoffe, das Spiel endet nie. Niemals. Ja, gibt's ein Endlos? Das ist ja endlos, was wir hier machen, ne? Es gibt ja eigentlich gar kein wirkliches Ende. Ja, die hat grad voll. Alter, dieser Exorzismus hier, ey. Oha, die hat grad voll den Kopf gedreht. Voll eklig. Hör auf wegzugehen. Ich hab rausgesehen, dass du ein Monster bist. Du hast ein Dämon. Ich hab's rausgefunden, Jasmin. Ich muss dich besiegen. Das ist die Aufgabe einer Vampirjägerin. Nenn mich Buffy. Ist das Angela Merkel, die da tanzt? Ja, genau. Man fragt sich immer, was sie jetzt gerade macht. Sie hat sich in Videospielen verewigt. Hier in der Ecke bei Arnold hier. Das sieht aus wie Angela. Angela. Hier sind Herzen von dem Kind. Jetzt sehe ich, was Alter, du meinst. Alter, da holt sich Toda die Kinderherzen, weißt du? Kinderschokolade.
Erstmal alle ausnocken hier. Arnold ist down. Ja, Susan auch gleich. Und Sarah ist auch gleich down. Alter. Oh, die sind alle gleich down. Jetzt noch Susan. Nein, die Susan. Ey, Toda, ja, jetzt sind nur noch wir beide da. Quatsch. Die haben alle getötet. Ja, immerhin, haben wir endlich mal geschafft, alle zu töten. Ausgeschaltet. Ach, ausgeschaltet, schön. In die Ecke getrieben. Ja, jetzt lacht der Typ wieder bei mir. Ja, die sind die einzigen, die es überlebt haben. So. Arcade-Modus gibt's auch! Warte, wo? Wenn du offline spielst, gibt's Arcade-Mode. Ist das nicht, was wir gerade gespielt? Und Simulation gibt's auch. Was ist Simulation? Nee, ich glaube, Simulation haben wir gerade gespielt, oder? Also jetzt habe ich ein neues Card freigeschaltet, das Grüne. Ich hab auch das Grüne. Willst du nochmal spielen? Ja, gerne. Okay, dann muss ich die Stimme. Ich mache jetzt mal einmal die Stimme laut. Ganz, ganz laut. Was? Helligkeit kann man anpassen. Alter, ich kann es voll hell machen. Ist das grässlich. Warte, wie sieht das aus? Warte. Oh, ich spiele jetzt so. Alter, das ist. Oh, ja, richtig Augenkrebs, ey. Oh. Ich spiele jetzt auf 100% Helligkeit so. Oh mein Gott, das ist erschrecklich. Und 100% Stimme, das will ich jetzt auch mal hören. Ich will die Stimme hören. Warte, was kann ich noch einstellen? Ich will noch was einstellen. Steuerung, kannst du noch die Steuerung einstellen? Eingabegeräte, ach so, ja. Ja, und bei Einstellungen in der Steuerung kannst du auch die Empfindlichkeit von tote Zone und so einstellen. Tote Zone, Alter. Ja, tote Zone-Lenkung. Vibration an, die habe ich schon an. Und die Vibrationsstärke ist. Dann halte ich es mit zwischen die Beine. Nein. So, Nein, pst. So, online wieder? Ich nehme jetzt mal einen neuen Lamborghini, den ich freigeschaltet habe, auf 100 Helligkeit. Mann, ich bin immer noch in den Steuerung. Nee, hier online jetzt so. Alter. So, ich nehme meinen Lamborghini hier. Und den neuen Skin hier, den ich Lamborghini. Ich nehme auch den neuen. Und den Bonzen-Skin. So. Alter, wie sie jetzt aussieht. Oh, stimmt, ich habe auch neue Klamotten. Ich habe sowas Niederes. Ja. Nee, ich warte auf dich. Ah, da kommst du. Spielen wir jetzt im Sommermonat, wenn jetzt eine Hitzewelle ist. Hä, das ist doch gar nicht mehr heller. Ja eben, voll verarsche von wegen die Helligkeit einstellen. Oh, jetzt ist die Stimme voll laut bei mir. Ja, der wird's nochmal anpassen. Nun mach die anderen sauer. Drück auf Gas und zeig uns deine Power. Alter, drück auf Gas und zeig uns deine Power. Ja, ich sag mal, ein Gewitter. Der labert so Müll, ne? Ich finde das geil. Ich will der Synchronsprecher dafür sein. Darf ich im zweiten Teil der Synchronsprecher sein? Da kommt wieder Brownie. Ja, warte, ich schau mir Brownie an. Das ist echt Brownie. Was ist mit euren Menschen im Popel? Habt ihr Herzprobleme oder seid ihr noch alle fit? Jetzt geben wir richtig Gas. Seid ihr noch alle fit? Das war richtiger, so ein Trottel, ey. Okay? Ich finde das total lustig. Ey, gib mir das Leben. Gib mir mein Leben zurück. Kommt alle rein in den Scooter. Es ist viel besser als jeder Ego-Shooter. Was für ein Ego-Shooter? Ja, Autsch, den hat es aber richtig erwischt. Geht's dir noch gut? Dein Müll. Als jeder Ego. Steig in den Scooter. Boom! Alter, wieso kannst du da immer so viel Leben haben? Du cheatest doch. Wie kriegst du das hin? Ich cheat. Das ist schlimmer als jeder Ego-Shooter hier. Ja, ist es auch. Hallo. Steig in den Scooter, hier qualmt dein Scooter ja. Was? Links oder rechts? Vorne oder hinten? Hier wärst du den richtigen Scooter finden. Alter, was labert der für ein Scheiß? Hier scheppert das wie bei einem Gewitter. Oh, was, Gott. Wie bei einem Gewitter? Ja? Verstehe nicht. Was für ein Trottel. Oh Mann, das ist geil. Bam! Oh, Alter, Alice. Steckst du fest? Wie wäre es mit Rückwärtsfahren? Ja, so ist es. Na, genau. Steckst du fest? Wie wäre es mit Rückwärtsfahren? Toller Tipp. Danke, dass du da bist. Das wenn ich dich nicht hätte. Heftiger Crash. Bist du noch okay? Volle Ladung. Ey, jetzt geh weg. Bin ich doch gar nicht. Ich bin nur ganz woanders. Ja. Nein, scheiße, jetzt kommt er. Jetzt hat er dein Schild. Nein, jetzt kommt er. Ja. Ey, Wesley ist immer noch in der Mitte. Der wird immer noch gesendet, obwohl er schon tot ist. Nicht in entgegengesetzte Richtung fahren. Nicht in die entgegengesetzte Richtung fahren. Jetzt werde ich angerufen. Ja, toll. Den hat es aber richtig erwischt. Geht's dir noch Twitter?
Das muss ich ja reiben, oder? Ja. Jetzt sagt er was, wo nicht entgegengesetzt Zeichen kommt. Ja, das soll man halt auch nicht, oder? Gut, dass er das sagt, sonst hättest du es gemacht, ne? Ja, eben, und da vorne ist Lisa auch fast. Jetzt geht es nicht. Boah, mir ist Lisa tot. Alice im Wunderland ist ja auch noch. Da ist Toffee im Wunderland. Ich gehe auf Wesley. Und Steven. Steven, stirb! Ja, ja, Steven ist tot. Was für ein Spitze. Der Dicke. Ja, Level 5!